So, der Andi hat einen Goldschatz gefunden, das ist unglaublich. Und man glaubt ja nicht wie und was und wo, ja. Also irgendwie ist ihm der quasi in den Schoß gefallen. Und den werden wir jetzt uns gleich mal angucken und dann werden wir sehen, wenn wir zur Verwertung vielleicht schreiten oder so. Mal schauen. Ne? Ja, der Andi musste halt, kann mit Gold nicht anfangen, aber mit Geld. Also können wir das so ein bisschen umrubbeln und das schauen wir mal, wie schnell das geht, wie schnell das funktioniert. Weil wenn man es quasi geschenkt bekommt, dann ist das ja immer eine leichte Sache. Wir schauen mal, was das bringt, ob die Leute bei eBay auch ehrlich sind oder ob unverschämte Angebote kommen. Das werden wir alles sehen und beobachten. Ich zeige euch erstmal, wie man das einstellt. Ja, also wie ich das einstelle so und ja, und dann gucken wir mal, wie lange das dauert, bis es verkauft ist. Also, bis später. Ja, was für dich her? Ja, na gut. Erstmal der Reihe auf. Und dann habe ich noch musst vielleicht noch selber rumgekommen. Hier. Alle 20 Euro Goldmünzen. Ja. Aber als schon älter. Mittlerweile. Also ähnliche Münze, kannst du rücken. Die hat die nicht. Ist 99,9. Also Material. Feingoldleitung. 3,89 Gramm eine Münze. Mhm. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und hier ist ein Zertifikat. Das hat die Karte drin. Das ist dann. Ey, mit dem bunten. Ja, ah, da vorne drauf. Ja, klar. Das ist ja wirklich. Da ist ein Original 20 Euro Münze. 3, 6, 12. 15, 18, 20, nochmal 5 Gramm dazu, sind 25 und nochmal eher mehr sind 28, sind fast 29 Gramm Gold. Kommt ja immer auf den Einkaufspreis an. Du hast es günstig gekauft? Ja, nee, ich hab's ja nicht gekauft. Ach, du hast eine Kommission? Nee, auch nicht. Hast du geklaut? Nein, auch nicht. Dann habe ich vorhin noch mehrere Säcke Müll untergetragen und da dann auch haufenweise Lebensmittel, wo irgendwas Schmissen drin waren. Und dann in die Mülltonne stopfen, weil ich musste den Sack ausschütten. Habe ich halt den Ding auch gefunden und gucken, ob es so geil aus ist, mach auf. Und da waren die Münzen noch drin. Ja, dann musst du halt den Rest vom Zahn rausbröseln. Ja, gut. Ja, das ist die Macht hier. Kannst du kaufen für 2250 Euro? Das ist bitte? Ja. Das ist doch ein Witz jetzt, oder was? Naja, das ist ja das. Ist ja, das, ist ja diese das ist ja krass. Also, ich meine, wenn das wirklich stimmt, dann haben die immer. Das ist ja schlecht. Die sparen 400 noch. Ja, aber wie gesagt, du sagst es ja. Da kann man das nicht bei eBay drin setzen. Also, neu. Dann würde ich bei eBay drin setzen an deiner Stelle. Kannst ja drin setzen, wenn du Bock hast, wenn du willst. Das ist doch 1500. Nee, das ist ja Quatsch. Da sind ja schon Leute, die billiger sind. Achso. Der wird ja verkauft. Ja, ja. Naja, Fakt ist, wenn du mit dem Ding, ich stehe ja, wenn du schnell umholen willst, also wirklich schnell heute noch, dann gehst du zum Pfandler raus, die geben dir 500 da. Ja, ja, aber das weißt du. Ja, die geben dir 500, weil die tauschen es um, auch die im Bruch, auch nicht drin, was der Sigmar. Kriegen 600 dafür. Ist so viel wert? Bist du neu von der Rille? Ja, 500. 600 ist es wert. Was? Jetzt sind ja 3,8 Gramm. Das sind ja nur noch mal von dir gekocht. 1 zu 2. 1 zu 1. Wieso hat er vorhin gesagt, ich bin ja Profi hier gegen den Mitte oder was? Ja, ja, naja, also. Ich meine, das ist ja auch eine andere Geschichte. Das ist ja gut, das Material ist schon okay. Normalerweise ist das ja so, wenn es jetzt keine Münze wäre und nur als Gold, als Bruch da liegen würde, würde dir nicht mal einer ein Bruchwert bezahlen. Wieso? Naja, weil es nicht wert, das hat nicht weiter außer ein Bruchwert. Jetzt, ja, das ist der Neupreis. Also das darfst du nicht mehr essen, das ist völlig über. Das heißt natürlich nicht. Völlig. Was ist der Neupreis? 2250 Euro. Ja. Neu vom Münzhändler. Also das ist auch Quatsch. Also okay. Also original sind sie. Dann. Also 170 auf alle Fälle. 170 Euro auf alle Fälle. Stimmt. Ja, das ist ja schon bei. So musst du ja 600, 47, 89, das war über 1000 Euro. Sag doch, du machst dann 1000 Euro, ist es schnell weg. Ich sag dir jetzt so wie das, 1000 Euro RIN, also machen wir mit der 1150, so würde ich die ansetzen. Ja klar, mach das. Ich muss den Fahrrad rausnehmen. Ich
muss ich Fahrrad rausnehmen. Das ist ein bester Windschild, wa? Ja, natürlich. Ich habe jetzt Fotos gemacht, das ist ja ein Ding, der Andi hat Goldmünzen angebracht. Und also die werde ich jetzt einstellen für ihn. Also damit habe ich nichts zu tun. Jetzt gucken wir mal, was die gebracht haben, um ein realistisches Ergebnis zu haben. Und wir sortieren nach natürlich höchster Preis zuerst. Schauen wir mal. 1147,70 hat die ganze Schatulle mal gebracht. Ja, dann bin ich mal gespannt, was wir daraus schlagen können. Also Fotos habe ich jetzt gemacht. Und jetzt baller ich die hoch. Das bieten unheimlich viele an für 1250 und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Dann steht hier 20 Euro Goldmünze, 6 Stück Deutscher Wald komplett mit Schatulle. Zertifikat. 20 Euro Goldmünze, 6 Stück Deutscher Wald komplett. Die haben wir hier. Aber wir haben ja noch einen Schmankerl. Eine zusätzlich. Und zwar die Nachtigall. Da machen wir hier ein Plus und dann schreiben wir nochmal. Plus Münze Nachtigall Goldmünze plus 20 Euro Goldmünze Nachtigall, so hat perfekt hingepasst. Hier haben wir die Fotos drin, so einfach geht es. Da sind die ganzen Fotos auch schon, ja. den 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Stück. Zertifikate haben wir leider nicht alle. 4 Zertifikate. Eiche, Buche, Fichte, Kiefer, Kastanie und Linde. Warum hat Dennis die nicht genommen? Das ist ja genau sein Metier. Warum hat er das nicht genommen? Deutsche Arbeit und die hat 7. Verstehe ich nicht. Ah, das ist eine gute Idee. Das ist nicht so schlimm. Geht doch ohne. Dafür haben wir Marmelade. Nur ein Gesamtpaket, Weihnachtsangebot. Fertig. So. Wir machen mal Festpreis. Den müssen wir mal 1250. Und 100er mehr als gesagt. 1150 habe ich gesagt. Aber wenn ich sehe, dass es für 1150 so komplett verkauft wird. Und dann ist noch eine zweite Münze dabei. Ja, die haben mal unter über 170 Euro gehandelt werden im Einzelnen. Ja, das ist schon okay. Da, Preisvorschlag, auf alle Fälle kostenloser Versand, der bleibt drin. Kostenpflichtig einstellen. Dann bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis da die Leute zuschnappen. Tja, das war's einstellen. Wird sich ja an die freuen.